Hallihallo, liebe Reborn-Freundin. Hallihallo, liebe Reborn-Freunde. Ein recht liebes und herzliches Willkommen in meiner Violas Babystube. Da bin ich nun mal wieder einen Tag länger, als ich wollte, oder zwei. Auf jeden Fall begrüße ich euch ganz, ganz lieb und herzlich in meiner Violas Babystube. Jawohl. Und da begrüßt doch gleich jemand mit. Ja, ich möchte euch heute den kleinen Luis zeigen. Es ist ein Vollsilikonjunge. Ja, und den möchte ich euch jetzt näher vorstellen. Ja, gleich die Nägelchen, ne? Das hat man so drinne. Er ist ein Glatzi. Er hat ganz wunderschöne blaue Augen und staunt. Ja, klar. Bisschen ängstlich ist der kleine Muckelmann, ne? Ja. So, also den kleinen, den möchte ich euch vorstellen, den machen wir gemeinsam schick. Ich hole auch noch mal die Füßchen raus, ein bisschen auspacken, ist ja hier schon mal, ist ja schon mal dabei, ne? Ja, mit dem Silikon und den Zehen, das ist immer so ein eigenes Geschichte, dass man das schön hinkriegt. Das verläuft auch manches Mal. Naja, wollen wir mal schauen, ob es gut genug ist. Ja, also, dann wollen wir ihn mal wieder ein bisschen zudecken. Jawohl, ziehen wir gleich um auf den Wickelplatz und dann zeige ich euch den kleinen Moppelpoppel. Ja, richtig kleiner Moppelpoppel ist das. Er ist, wie ich glaube, na, das sage ich euch nachher, was er wiegt. Ne? Den machen wir schick für die Heimreise und dann erzähle ich noch ein bisschen und dann war ich auch mal wieder hier bei euch. Ihr wartet immer sehnsüchtig, ich weiß es. Und gerade in dieser Zeit braucht man auch ein bisschen Fröhlichkeit. Ne, Luis, das machen wir. Doch, machen wir. So macht der Luis, ne? Ja. Jawohl. Also einmal Knips, dann ziehen wir um auf den Wickelplatz und dann zeige ich euch noch mehr vom kleinen Luis, wie er schick angezogen aussehen wird. Ja, also einmal Knips und dann sind wir wieder da. So, meine Lieben, einmal Knips, ne? Ich habe jetzt eine ganze Weile wieder gebraucht zum Räumen, aber so ist es halt. Das Zimmerchen, wo ich immer arbeite und die Videos mache, das ist nicht so groß und dann muss ich ein bisschen umräumen und das braucht Zeit. Aber das merkt ihr ja gar nicht, ne? So, nun möchte ich den Kleinen aber auch dann zeigen. Also das ist der kleine Luis, der entstand aus einem Entwurf, würde ich mal sagen. Es ist ja ein Silikonzwerg von Ivy. Ja, muss ich gucken, muss echt schnell mal gucken. Iveta Eckert-Horva heißt die Künstlerin, die den Entwurf gemacht hat und woraus denn der Rohling hatte und woraus denn der kleine Rohling gefertigt wurde, ne? Dieser hier. Ja, dazu muss ich noch sagen, er hatte eine etwas dunklere Grundfarbe. Da war es ein bisschen schwer, da ordentlich Tiefe reinzubringen. Aber ich denke mal letztendlich, kann man nicht meckern, ist es mir gelungen, ne? Sagst du auch, ne? Schaut mal hier, ich fand das so herrlich hier. Luis kann was sagen, wenn man das will, ne? Ja. Er schnattert ein bisschen, ne? Aber er nuckelt dann auch. Das Gleiche kann man sozusagen auch, wenn man nuckelt. Das Silikon ist weich. Ja, du schnatterst schon, ne? Ja. Ja, spielen tue ich auch ab und an mal gerne. So, ich werde mal gleich, bevor ich das Badetuch rausnehme, werde ich mal noch ein bisschen pudern. Denn ich weiß nicht, ob das deshalb ist, durch diese Versiegelung oder also durch dieses frische Silikon, dass das nochmal extra die ganzen Fusseln aufnimmt. Ich weiß es nicht. Also, ich hatte jetzt auch vergessen zu sagen, dass wenn ich jetzt Namen nenne oder irgendwelche Dinge hier, Herstellerfirmen oder sonst was, es ist keine bezahlte Werbung, ich bekomme kein Geld dafür, es ist nur Namennennung praktisch zur Erkennung des Ursprungs, wo es herkommt. Ja, muss man ja immer ein bisschen dazu sagen, damit man dann nicht irgendwelche Ärgernisse auf den Hals bekommt. Also keine bezahlte Werbung, alles Hobby, alles Spiel, alles Spaß. Ja, so, und jetzt spielen wir mal Babypudern. Ja, ich mach's mal ein bisschen
Hier, die Adern könnt ihr sehr gut erkennen. Hier ist eine Ader etwas kräftiger geworden, aber sie kommt wahrscheinlich kräftiger rüber, als es dann in Wirklichkeit ist. So, also ich mache mal ein bisschen Puder ran, weil ich möchte immer auch nichts verfälscht darstellen. Deshalb pudere ich vorher nicht so doll. Natürlich während der Versiegelung wird gepudert, das ist natürlich so. Aber ich will das immer so, dass man auch sieht, was man bekommt, ne? Dass das nichts verfälscht ist. Das Puder macht, das seht ihr ja, das macht das Mäuslein ein bisschen heller. Und naja, dann ist das auch ein bisschen ungleichmäßig und checkig, will ich auch nicht. Also ich möchte eigentlich so, dass der Zwerg so ist, wie er ist. Ja, so. Er hat auch ganz zart Augenbrauen, die habe ich gemalt. Nicht zu kräftig, nicht zu, weil ich nicht da so drauf stehe, dass die zu kräftig sind. Dann wird das ganze Gesicht anders. So, seht ihr, nun habe ich die Augen auch gleich noch mitgepudert. Das wollte ich gar nicht haben. Ja, also nicht so doll. Die Mami wird die sicherlich auch gleich baden, weil die Mäuse bringen Fusseln mit nach Hause, ob ich es will oder nicht, egal. Ich frage mich manchmal, wo die Fusseln herkommen. Es ist so, hier habe ich ein Wattetupfer oder ein Wattestäbchen. Da ist ein bisschen Fensterputz dran. Da machen wir mal gleich ein ganz bisschen das Puder weg aus dem Glänzeäuglein, denn er hat wunderschöne blaue Augen. Mit dem anderen Ende, da ist nichts dran, da wird nachgeputzt, wie beim Fensterputzen, ne, die kleinen Luken. So, dann glänzen die Äuglein auch wieder. Das hatte ich mir schon vorbereitet. So, nun wollen wir mal, jetzt zeige ich auch gleich nochmal die Rückseite und dann mache ich auch noch ein bisschen Puder drauf. Und dann ziehen wir den Schatzi aber auch nur endlich an, ne? Ja, das ist der kleine Nackifrosch hier. So, da fällt er mir noch fast aus dem Bild raus. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ich gehe mal mit der Kamera schön dicht dran, damit man auch schön alles sehen kann. Ja, und dann fallen wir auch mal aus dem Bild. Jo, so, meine Lieben, ich mache hier, ja, ein bisschen mehr. Auf die Rückseite kann ich ein bisschen mehr. Ja, weil es ist tatsächlich so, die hier, gleich Fusseln vom Pin. Ja, der Pinsel hat auch Fusseln, ne? Logisch. Ist logisch. Ich frage mich, wo das alles, wo die ganzen Haare und Fusseln, wo das herkommt. Die Badetücher habe ich inzwischen alle gewaschen, gerade die mit den Silikonmäusen zu tun haben, durch den Trockner gejagt und trotzdem, auch im Trockner befinden sich noch Restbestände von Fusseln. Das wusste ich nicht, aber ja, ist halt so. So, jetzt habe ich ihn auch noch, dann lege ich ihn jetzt auf den Rücken. Er wiegt 3600 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Der Nuckel ist erstmal zum Beilegen. Die Mama kann den sich abschneiden. Und da kommt noch ein Schnullerkettchen ran mit meinem Logo drauf. Das muss ich noch schneiden, noch nähen. Deshalb, ich habe es aber gelegentlich hier schon gezeigt. Ne? Gut, dann wollen wir mal eine Windel suchen hier. Was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Eine Windel in der Größe 2. Und da steht auch vorne dran. Ja. So. Ja, seht ihr, wenn man zu doll pudert, dann muss man auch aufpassen, dass der Glanz von den Zehennägeln nicht weggeht. Aber ist alles noch da. Die weißen Streifen habe ich mir sehr Mühe gegeben, dass sie nicht zu krass und ich muss mal ein bisschen ranhalten. Aber wie gesagt, wenn man denn das flüssige Silikon aufbringt, dann kann es schon passieren, dass es leicht verläuft. Und wenn es dann ausgehärtet ist, ist es so, wie es ist. Aber ich glaube, es ist noch im Bereich des Akzeptablen. Wollte ich nur mal so nebenher da sagen, weil Silikon ist anders als beim Reborn, ne? Etwas anders. Man hat Möglichkeiten, man hat andere Möglichkeiten. Und naja, so ist es halt. Da muss man auch manchmal dann sagen, da kann man das nicht abpulen, das könnte man, aber da würde man 100 Mal und dann nimmt das nachher keine Farbe mehr an. Jawohl. So, und wie schon gesagt, er war recht dunkel. Ich habe ihn aber doch ein bisschen aufgehellt gekriegt. Und nee, habe ich nicht. Ja, das ist. Der Louis ist schon so ein kleiner, der sagt immer nein oder er sagt ja. Schnatter, schnatter. Ja, das ist mir so aufgefallen beim Basteln, dass man den Wunder, wenn man ans Kind kommt, dann schnattert er ein bisschen, ne? Ja, aber da kommt noch nichts raus, ne? Er muss noch ein bisschen üben. Jawohl. So, also 3600 Gramm hatte ich gesagt. Ich verspiele hier die Zeit. Dann wird das Video unendlich lang mitspielen. Und in meinem, als ich mir das alles hingelegt habe, hier vorbereitet habe, was ich ja sonst
Naja, so ein bisschen Vorbereitung ist immer so. Ich muss den Burschen noch mal nach oben schieben. Ich muss mal hier alles noch ein bisschen richten, sonst sind die Füßchen nicht zu sehen. Ne? Die sind so niedlich, die Gurkenbeinchen. Ja, so, dann wollen wir mal schauen, wie groß er ist oder wie klein. Das würde mich jetzt auch interessieren. Das interessiert mich, na klar. So, ja, wollen wir mal so rummessen. Einmal bis hier. So, und dann bis hier. Also es sagt 48 Zentimeter und da bin ich ja mal gespannt. Also so hatte ich das auch gelesen. So stand auch die Beschreibung, die zu ihm dazu stand. Nun bin ich ja mal gespannt, ob das, was ich mir so ausgeguckt habe, auch passen wird. So, hier habe ich ein kleines. Na, das sieht noch recht reichlich aus. Dann nehme ich doch ein anderes. Dann nehme ich doch das mit den Sternchen, was mir selber besser gefällt. Ich war mir nicht sicher. Hier ist ein Body mit Sternchen drauf. Ich glaube, das ist für so ein kleines Sternchen, ist das auch ganz toll, ne? Weiß mit Sternchen. Und von unten angezogen. Ja, und von unten angezogen. Jawohl. Wir machen schon ein Schnuckelchen aus dir, ne? Jawohl, ja. Mit Knöpfe aufmachen hätte ich aber doch etwas mehr erreicht. Ja, ich und die Bodies, da wird sich nichts dran ändern. Jawohl, da ändert sich gar nichts. Bodies und ich, wir sind keine Freunde. Ja, naja, gut. So, dann wärmen wir mal das Ärmchen hier. Ja, Luis, mach mal ein bisschen mit. Ja, was denn? Mach mal ein bisschen mit hier, mein Freund. Jawohl, nicht die Händchen einfach wegziehen. So, ja, das sind eben so kleine Zappelchen, unsere Silikonzwerge. Ja. Sie sind anders als Reborns, aber ich muss mal sagen, die Frage, das eine oder das andere. Ich selber mag Silikonbabys sehr, sehr gerne und finde sie ganz, ganz toll. Aber auch ein Reborn ist ein ganz süßes Mäuslein also ich könnte mich jetzt nicht wirklich entscheiden, was ich nun und besser finden würde, wenn einer sagt, das oder das. Ich wüsste es einfach nicht. Nö, wenn einer sagt, du kriegst dieses oder jenes. Das geht so nach dem Herzen, was das Herz einem sagt, was man möchte. Naja, und bei diesen ist es ja auch immer noch eine Frage, wie groß der Geldbeutel ist oder wie klein, ne? Ja, so ist es halt. Jetzt schnatter ich hier schon wieder irgendwelche Sachen. Will ich mal Nucki nochmal dazulegen, dann gucken wir mal, was wir noch Schönes haben. Ja, hier habe ich was in der Farbe. Ich weiß auch nicht, Petrol würde ich dazu sagen. Deshalb auch diesen Nucki, der ein bisschen, der einigermaßen dazu passt. Und jetzt muss ich selber erstmal sehen. Ich habe mir nicht gemerkt, wenn da jetzt ein Body drin ist, dann kann ich mich wieder mal im Klo runterspülen oder so ähnlich. Ja, das ist ein Set hier mit einer Jacke. Das fand ich für ihn gut, schön, niedlich. Nee, es ist kein Body, es ist ein Höschen. Na, dann wollen wir mal. Also, habe ich hier, ich weiß nicht, ob ich es euch so gezeigt habe. So, dann die Jacke mit Kapuze dran, aber das ziehen wir ja alles noch an. Und ein Höschen, jawohl, mit hier, mit zum Zuziehen. Ja, du bist ja ein kleiner Dickmoppel, nämlich, ne? Ja, so. Dann wollen wir mal, ja, ich würde sagen, da müssen wir wohl ein paar Säckchen unterziehen, ne? Unter dieses Höschen. Ja, ist für ihn mal was anderes. Oh, hier, schaut euch das an. Ich habe mir zwar eine Pinzette hingelegt, aber wenn ich jetzt wieder anfange, hier zu pulen, ist das auch nichts. So, und diese Dinger werden natürlich auch noch extra Fusseln bringen. Ja, leider ist es so. So, ja. Ich denke mal, ja, kannst gehen, ne? Bist niedlich. Sieht ja schon ganz putzelig aus. Lege hier Nucki noch dazu mal so ein bisschen, dass das Bild nicht so langweilig und weiß ist hier. So, dann wollen wir ihm das Höschen mal anziehen. Ja, diese Stricksets sind ja für Silikonmäuschen auch immer ganz, ganz niedlich. Aber er schien mir zu groß dafür. Die Stricksets, die ich immer bekomme, fallen immer relativ klein aus. Für die kleinen Mäuschen ganz wunderbar. Da sehen die auch ganz, ganz schnuckelig mit aus. Aber ich habe gedacht, für ihn hier muss es etwas größer sein. Und ich glaube, ich habe richtig gedacht. Ja, ich glaube, ich habe richtig gedacht. So.
Ja, dann wollen wir mal noch mal gucken, wollen wir Mama gucken, ne? Ja, und noch mal schnattern. Nö, das kann Mama machen. Nee, will er nicht. Nein, er mag nicht. So, na gut. Ja, dann haben wir das Höschen schon mal. Na nur, ich dachte, man kann das enger ziehen. Ist nur zur Deko. Na gut, da mache ich jetzt auch keinen Knoten rein. Gerade weil es ein Silimäuschen ist, ne? Joa, mein Schatzili. Hier sind die Fusselchen, wo sie nur hin können. Ja, den Mund habe ich nicht lackiert. Könnte man, aber die Mama mag das nicht. Die mag auch nicht so gerne so einen sehr dunklen Mund oder so einen kräftig gefärbten Mund. Und deswegen ist es so, wie er jetzt ist. Ne? Ja, dann werden wir doch mal das schicke Shirt anziehen. Ja. Wir kriegen dich ganz, ganz schick, ne, mein kleiner Schatzi-Pupsi. Ja, das sind Aussagen, ja. Nee, sowas sagt man ja gar nicht, oder? Doch, kann man mal sagen. Na klar. So, und dann hoffe ich auch nebenher gesagt, dass es euch allen einigermaßen gut geht, dass die Besorgnis, was die Zukunft angeht, nicht zu schlimm ist. Macht euch nicht verrückt. Es kommt eh alles, wie es muss. Es ist halt so. Und ich hoffe mal für alle, dass alles gut ausgeht, dass keiner im Winter frieren muss und dass keiner hungern muss. Keiner soll hungern und frieren. Nee, das sage ich mal so nebenher. Und ich möchte auch nicht immer große Reden halten. Ich bin ja in keiner anderen Situation als ihr alle anderen, als ihr auch, die hier zuschaut. Na ja, dann stützen wir uns hier ein wenig und wir haben unsere Püppi-Mäuschen. Man kann sein Zwergi in den Arm nehmen, wenn es einem mal nicht so gut geht. Und dann hat man es hoffentlich etwas leichter, zumindest psychisch, ne? Ja, das will ich mal hoffen. Ja, was machen wir? Stecken wir es rein? Ja, ne? Das Shirt stecken wir rein. Ja. So, ja, das war meine Rede dazu. Ich will nicht immer eine große Rede halten jedes Mal. Ich möchte eigentlich, dass ihr das mit Fröhlichkeit hier gucken, dass ihr genauso Spaß beim Zugucken habt, wie ich mich hier beim Anziehen quäle. Ja, wie ich hier zu tun habe und gegen das eine oder andere kämpfe. Und wenn es so ein oller Knopf ist, ne? Ja, so. Ja, ich stecke mal das Shirt rein in die Hose, weil wir ja noch eine Jacke haben. Ja, es ist Hochsommer, da muss man sich schön warm anziehen, das wisst ihr ja. Werden die wärmsten Sachen rausgeholt bei uns. Ja, ich fand das Set einfach wunderschön für den kleinen Schiedermatz. Und ich denke mal, der Mama könnte das auch gefallen, ne? Ja, wollen wir hoffen, dass ihr das gefällt. Ganz feste. So, jo. Also das kann man irgendwie nicht. Ich hätte es jetzt. Ich mache es aber nicht wegen der Druckstellen, die entstehen können während der Reise nach Hause. Ne? Ich muss ihn ja dann auch einpacken, dass er gut zu Hause ankommt und dass da nichts schief gehen kann. Jawohl. So, ich schlage das auch mal um, weil ich jetzt nämlich eine Jacke drüber ziehe noch. So, ja, ich muss auch mal ein bisschen gucken, dass er hier bei euch schön im Bild bleibt und nicht wegflitzt. Machst du nicht? Nein, 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 macht er nicht. So, dann, was haben wir denn hier alles noch? Na, wie gesagt, eine Jacke mit Kapuze. Da mache ich mal das Schildchen ab. Das lege ich dann so mit rein. Das kann man sogar mal abknoten. Das ist ja auch toll. Ja, jetzt üben wir auch noch gemeinsam, wie man Knoten öffnet. Das kriegen wir hin. So, das packe ich so mit dabei. Falls, naja, umtauschen ist eh schlecht, aber naja, damit man weiß, wo es herkommt. So, dann ziehen wir ihm das Jäckchen noch über. Na klar, wir ziehen alles an heute. Bei uns sind viele, viele warme Grade und ich ziehe den Kleinen an, dass ihm richtig warm wird. Ja, so, aber das ist ein sehr schönes, leichtes Set. Und ich denke mal, ja. Na, mit Kapuze sieht er auch schnuckelig aus. Na klar. Jawohl. So. Na, die kleinen weichen Ärmchen hier immer durchpuddeln, ne? Durch diese Röhren. Aber das geht. Na klar.
Ich habe es umgelegt und jetzt geht es seinen Gang. So, jetzt müsste ich sie alle noch zuknöpfen, aber nein, das mache ich jetzt nicht. So, was haben wir denn jetzt noch Schönes? Ja, hier oben auf dem Kopf war ein Loch, das musste ich noch schließen. Habe ich versucht, dann auch noch unter einer Ader zu verstecken. Ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen. So, und was haben wir noch? Natürlich, mir ist es gelungen, eine Mütze, also fast beinahe im gleichen Farbton zu finden, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Dann habe ich auch noch ein passendes Mützchen gefunden. Ja, so. Wenn ich die Tüte jetzt noch aufkriege von der Mütze. So, dann können wir mal probieren, ob sie passt. Und eine Ödeldödel-Mütze, ne? Mit dem Knoten. Das wisst ihr ja, dass ich gerne mal Ödeldödel-Mütze dazu sage. Und dass ich die immer ganz, ganz, ganz niedlich finde, diese Mützchen. Gerade für so einen kleinen Jungen. Na, wer sagt's denn? So ein kleiner Zwergi. Ja, ein kleiner Schatz, ne? Jawohl. Was fehlt noch? Eins zeige ich euch noch, das bekommt er auch mit, ob ich ihm das jetzt anlasse. Aber ihr wisst ja, dass ich immer für komplette Sets und Komplettlösungen bin. Mir ist es. Ich habe hier wunderbare. Es wird immer wärmer, ne? Ich habe wunderbare Püschen gefunden, an denen ich nicht vorbeigekommen bin. Es ging nicht, ich musste. Ich habe gedacht, die passen doch in der Farbe. Die musste jetzt mit dazu nehmen und das zeige ich euch zumindest, wie das denn ausschaut, ne? Ja, ihr wisst ja, dass ich Küchenfan bin. So, ja. Na, das sieht doch cool aus. Musste sagen, Mama, soll ich sie anlassen oder nicht? Erstmal mache ich zieh's, erstmal zieh ich den Anhänger an. Jawohl. So. Dann den auch noch. Na, der nächste Winter kommt bestimmt. Das garantiere ich euch. Und wie schon gesagt, wir wissen nicht, was so los ist. Ja, er passt jetzt nicht mal aufs Bild. So ein Ärger aber auch. Die lange Mütze, die Püschen und jetzt passt er nicht mal aufs Bild. Na gut, ich mache das so. Gerade so hier. Und den mal so machen hier vor die Nase. Ja. Ja. Fingerchen in den Mund stecken. Na gut, ich spiele und spiele. Dann den Gnocchi dazu, der passt ganz doll in der Farbe. Jawohl. So, also die Püschen ziehe ich erstmal wieder aus. So. Aber was fehlt denn noch? Jawohl. Und dann ist ein kleiner Kumpel, mit dem der Zwergi auf Heimreise geht. Ich habe mir das noch nicht abgewöhnt, diese Kumpel mitzuschicken, diese kleinen Reisebegleiter. Das ist mal ein größerer, mal ein kleinerer. Diesmal ist es ein nicht ganz so kleinerer, weil ich, Louis ist ja auch nicht ganz so ganz klein. Da habe ich einen wunderschönen weichen Kuschelbären ausgesucht. Der geht mit Louis mit nach Hause, ne? Ja, der kuschelt mit Louis und fusselt. Ja, aber die Mama wird ihn sicherlich zu Hause in die Wanne stecken, nochmal schön pudern und dann denke ich mal, dann müsste das in Ordnung gehen. Jawohl, man sitzt ja auch nicht immer zu mit der Lupe an den kleinen Zwergen. So, ihr Lieben, nun habe ich euch Rede gehalten, habe gesagt, haltet schön die Ohren steif in umschriebener Form, lasst euch nicht unterkriegen, zieht euch nicht runter, genießt den Sommer, genießt die Sonne. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Ich kann nicht genau sagen, wann ich wieder da bin. Auch ich genieße jetzt ein bisschen Sonne. Der Louis reist noch nach Hause. Dann bin ich mit Reborns beschäftigt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall komme ich wieder, aber ich kann leider nicht sagen, wann. Ne? Aber ihr seht mich wieder. Ich denke auch irgendwann jetzt im Sommer nochmal. Aber auch ich mache jetzt ein wenig Sommer. Ein wenig ruhiger und ein wenig Pause eine ganz kleine Pause von den Reborns. So, meine Lieben, ich muss mich jetzt ganz schnell verabschieden. Jetzt ist auch noch der Film voll. Es wurde alles gesagt. Lasst es euch gut gehen. Macht das Beste aus der Zeit und genießt einfach den Sommer.
eure Viola aus Violas Babystube und euer kleiner Luis. Die sagen jetzt ganz schnell Tschüss, weil nämlich mein Film sich sowieso gleich ausschaltet. Also macht es gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video, das kommt irgendwann nochmal im Sommer. Bis dann und bis bald. Tschüss.